Sehr verehrten guten Mittag, meine Damen und Herren. Ich bin's, der Gestörte aus dem Internet, und heute befinden wir uns wieder bei einer Folge Ark. Ich habe einiges zu tun. Oh, wo ist denn hier die Holzkohle hin, hä? Oder hat er das Hatch gebrannt? Eine Holzkohle, das ist ja Wahnsinn. Egal, macht aber nichts. Ich werde hier die Öfen jetzt leeren, wenn es nicht laggen würde, ne? Der Server ist wirklich ein Krampf vom Herrn. Holy shit. Ich muss von Genesis runter. So, her mit dem Spaß. Ein bisschen Thatch nehme ich dann auch noch mit. Und das Metal, und so gehe ich jetzt direkt uploaden. Ich kann das ja in der neuen Base alles downloaden. Das heißt, ich muss gar nicht jetzt immer Traveln Pro rüberbringen. Junge, das dauert so. Was ist das? 14k Metal nochmal. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Allgemeine Situation ist schon mal sehr nice, ne? Alter, ich habe fast 20k Metal allein in denen hier gebollert. Das ist schon geistesgeil. So, dann damit habe ich nämlich das schon mal. Und ich werde auch noch, da hinten ist ja noch mein anderes Geheimversteck. Das plündern und jetzt leer machen, glaube ich. Beziehungsweise ich kann ja per Command, das habe ich in der letzten Folge ja auch gemacht, mein Element uploaden. Okay, die Truhe ist leer. Indem ich hingehe, das Ele nehme und eingebe slash upload 1 und jetzt müsste mein Ele weg sein. Ja, sehr gut, sodass ich den Rest hier auch noch krallen kann. Ich hoffe, ich will mich nicht überladen. Ich will mich noch normal laufen können zumindest. Das scheint aber zu gehen. Haben wir hier Wichtiges? Ja, ja, die Rocket Launcher. Oh, und nochmal Ele. Da mache ich einmal slash upload 2. Das müsste jetzt im zweiten Upload gespeichert sein. Hoffen wir mal natürlich, dass das auch so funktioniert. Und hier haben wir genau die ganzen Sets. Okay, und das gehe ich jetzt einmal am Transmitter hochballern. Super wichtige Fracht. Nicht nur super wichtig, nein, auch super wertvoll. Und hier müsste doch der, da ist der Transmitter. Wunderbar. Und hier lade ich jetzt den Scheiß hoch. Das Wichtigste hieraus habe ich, würde ich jetzt mal behaupten, hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wie viele Items ich noch kann. Okay, hab das Maximum. Dann mache ich aus und muss jetzt einmal noch zum Quetzel hoch, was nicht funktioniert, weil es laggt wie Turbo-Düsen-Jeep. Junge, dieser Server ist so ein Schrott. Ohne Witz, wo spiele ich hier schon wieder? Meine Güte. Ey, sorry, dass ich da so oft drüber rage, aber das fuckt so dermaßen ab. Das ist schlimmer als auf Offi. Und da bin ich bei meinem Carryman, mein Lieblingsboy. Der hat mich wirklich durch dick und dünn gebracht hier. Repli aufheben. Ich habe kein Bett gesetzt bei meiner neuen Base. Bin ich dumm oder bin ich dumm? Bin ich ein Schwachmat, ey. Ohne Witz. Okay, Freunde, ich muss nochmal so hin erst, bevor ich die wichtige Fracht hier hole. Alter, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Okay, einmal slash upload 3. Und mein Ele müsste weg sein. Ja, dann mal einmal ab zum Transmitter. Ich habe einfach kein Bett in der Base gesetzt, weil ich so angespannt war. Wie dem auch sei, ich Daniel Düsentrieber einmal rüber. Okay. Ele ist da. Ich müsste hier einfach nur runter. Ja, jetzt muss ich noch einmal dahin schwimmen. So eine Scheiße aber auch. Fuck, Scheiße. Fuck. Oh, guck mal. Jetzt habe ich einen schönen Bug. Obwohl ich keine Ini drin habe, sehe ich jetzt alles. Und ich sage es mal so, wenn man vorbeischwimmt, man sieht es eigentlich nicht. Also man sieht es von einem kleinen Mini-Winkel. Aber das ist zu vernachlässigen. Placen erstmal ein Bett. What the fuck, ich dödel, ne? Was ich euch noch kurz sagen wollte, ich werde auch, das ist nicht meine Mainbase. Ja, das ist mein kleiner Bunker. Von hier aus werde ich mir noch eine Base auf einer anderen Map bauen. Ich habe auch, wie gesagt, ihr könnt sagen, okay, ich sag's auf Aberration. War ja auch klar. Werde ich noch eine Base bauen, weil ich möchte natürlich auch eine, die ich defenden kann, wo ich Turrets baue, wo ich Defense baue, die auch angegriffen wird für ein bisschen Action. Ich will ja auch Packung kriegen. Nur ich möchte eben, wie gesagt, auch so einen kleinen Safe Harbor, so ein kleines Ultimate-Versteck und das ist das hier so ein bisschen für mich. Hier werde ich noch, ich glaube, ich brauche noch 2, 3 Vakuum-Compartments, dass ich diesen Raum hier komplett ausfüllen kann. Das richten wir heute ein. Die Base machen wir heute startklar und dann geht es ab der nächsten Folge los mit dem, wahrscheinlich mit dem Produzieren. Zeige ich euch, wie ich Solo farm. Habe ich nämlich auch für alles eigentlich einen Way und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann stehen ja auch noch meine an und ich überlege, ob ich jetzt schon mein Zeug downloade. Ich glaube, ein bisschen was, ja. Oder eigentlich alles. Eigentlich kann ich alles holen, bin ich ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Gut, damit haben wir alles down und ich gehe zurück. Ich werde jetzt, denke ich, auch wirklich alles mitpacken, was ich kann. Wobei so ein paar Basic Resources nicht. Dann kann ich hier auch noch was craften, wenn ich mal wiederkomme. Und farmen werde ich ja eh separat für die andere Base, aber alles hier an. Die ganzen Power Resources nehme ich alle mit. Und würde sagen, ich verziehe mich ein letztes Mal vorerst auf diesem Quetz. Wobei, mir stimmt nicht. Stimmt schon mal nicht. Gelogen, Simi. Ich scheiße auf den Text. Das funktioniert bei dem Ping nicht. Guckt euch das an. Ich habe nichts gedrückt. Das ist noch von eben die Eingabe. Hammerhart. Also da bin ich echt froh, dass ich jetzt hier runter bin. Wobei wahrscheinlich bei meinem Verdacht mir die Leute auf Valgero hinterher joinen. Hä? Das meine ich, das meine ich. Und ihr wundert euch, Simi, warum sagst du immer so auf das letzte Set? Ja, darum. Weil ich schon lange weg war und dann nochmal weg, wieder hoch bin. So eine Scheiße. Hansi scheint free und ab. Diesmal sogar mit Bett. Wie geil ist denn das, ne? Saugeil. Jo, dann ist nur die Frage, wo ich jetzt meinen Freund den Repli hinhaue, ne? Das wäre schon mal nice. Ich komme sogar dran. Ich komme hier dran. Und ich glaube, da lasse ich ihn auch. Okay, bevor ich es vergesse, downloade ich einmal Download 1. Geht das hier? Ja, 3000.
1000 Ele. Sehr gut schon mal. Dann noch den Download 2. Nochmal 2k Ele. Sauber, Jungs. Das haue ich hier hin. Dann sortiere ich das alles mal kurz ein. Und dann sehen wir uns dünn. Tschüss. Einsortiert ist soweit. Jetzt checke ich mal kurz, wo ich den Transmitter place. Beziehungsweise den ganzen Rest. Am größten ist ja noch die Indie Forge. Und ich glaube, ich muss erstmal Vakuums bauen, um da hinten hinzukommen. Kann ich auch. 2 Stück mache ich. Fehlt Kristall, akzeptiere ich. Und was ich auch tun werde ist, oh, fehlt Leder. Die ganze Rüstung hier muss ich auch reparieren. Okay, Kristall und Leder muss ich holen. Schon mal gut zu wissen. Erstmal jedoch muss ich hier den Laden öffnen und einmal anbauen sozusagen. Und dann haben wir schon mal die Fläche dazu gewonnen. Das wäre dann vielleicht eine Ecke, wo die Indie reinpasst, ne? Könnte die denn noch hin? Hier könnte die hin. Und auch auf den Tech-Gen. Vielleicht ist das eine Option. Ich mach's mal. Okay, ja, das ist optimal. Das ist ja einfach nur geil. Dann habe ich den Spot für die schon mal ready. Hier in die Ecke kann noch was, definitiv. Chembench. Ja, kriege ich hier Accessed. Ich habe nur leider keine Steine hier, ist das doofe. Weil eine Werkbank brauche ich ja auch. Beziehungsweise brauche nicht unbedingt, aber wäre schon nice. Guck doch mal die Holzkohle, das ist sehr cool. Ich würde jetzt gerne den Transitreisenden, glaube ich, hier ins Eck ballern. Einfach, weil er hier recht wenig Platz wegnimmt, ja. Und dann kann ich nämlich, smart wie ich bin, hätte ich vorher machen müssen. Smart wie ich bin, kann ich nämlich dann hier noch eine Zwischenetage reinhauen. Ja, genau so. Und der Transitreisende passt trotzdem so geil da rein. Geht doch an, perfekt. Und da oben drauf ist dann nämlich auch noch Platz. Hier kommt der Vault hin. Ist nicht accessible. Wobei, schaut mal, der kann auch platzsparend hier rein. Das ist doch ultrasparomäßig. Guckt euch an. Und ein Fabricator kann dann eigentlich hier drauf. Und kann er auch. Schön mit Überstand, weil ich da nicht so gut rankomme. Ne, den lasse ich erstmal weg. Ein Vakuum-Kompartiment habe ich noch. Jetzt die Überlegung, ob bzw. wo ich das hinhau. Ich glaube, ich warte damit. Ich wollte nämlich jetzt noch einmal tryen, ob ich hier vielleicht ein Stego rauskriege. Aber ich glaube, das ist zu eng. Der kann nicht in einmal eins Vakuum. Vielleicht ja, wenn da was ist. Einmal öffnen. Nee, ich glaube, für Stego ist zu eng. Aber was gehen müsste, ist eine Carbo. Die eine, die ich gelootet habe. Die hat keinen Sattel. Oh no, ich wollte gerade checken, ob die einen Sattel hat. Das ist ärgerlich. Schade. Na gut, ist wie es ist. Und zum Brüten und alles anderem brauche ich eben eine PvP-Base. Sprich, eine, die komplett Platz hat, die ich defenden muss und so weiter und so fort. Ich würde jetzt nur gerne noch einmal ein paar Turrets rausballern. Auch wenn es geht, total versteckt, ne? Dass man die auch gar nicht sieht. Also echt hier so. So, dass sie quasi in der Base sein muss. Sieht man das besser so? Oh, ich verdurste, ich ertrinke. Mach zu! Ich kann es nicht zumachen, Jungs! Öffnen! Schließ doch! Es geht nicht, ich bin verdoomt. Ich kann es nur von hier verschließen. Ja, das ist dumm. Aber genau für den Fall habe ich ein paar Tech-Suits eingepackt. War mir natürlich schon klar, dass sowas passiert. So, hier einmal öffnen. Ja, das Turret ist da schon okay, ne? Den Buddy einmal nehmen. Ich werde es eh nicht brauchen. Also so, wer das hier findet, der findet es und ist drin in der Regel, ne? Das ist eh die Thematik hier an dem Spot. Was mich nur wirklich ärgert, ist, dass ich die Seite hier jetzt nicht zumachen kann. Ist schon recht dämlich. Und dass ich das hier auch nur von oben, aber nicht von unten verschließen kann, ist auch recht dämlich. Da glaube ich, hebe ich das sogar nochmal auf. Mal testen, ob es jetzt geht. Brauche ja einen Zugang. Nee, geht nicht. Und jetzt kann ich es auch nicht mehr verschließen von außen. Ach, das ist ja geil jetzt. Boah, da leckt mich doch am Arsch. Warte, muss ich jetzt immer so machen? Ja, dann halt so, ne? Okay, das ist im Grunde die Base. Es fehlt Stein, es fehlt Holz, es fehlt Leder. Sprich, ich muss richtig abgehen. Und wie genau, das seht ihr jetzt. Meine Base steht und es wird Zeit, das erste Mal so richtig durchzubollern. Ich spawn auf dem Quetzel. Oh, es sind wieder gelbe Drops. Oh mein Gott, wie geil. Aber dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier, um erstmal die Lags zu experiencen und zweitens zum Transmitter da hinten zu fliegen und mir eine kleine Dröhnung Power Farming reinzuzirbeln. Was ich als erstes holen werde, ist, ich habe gar keinen Stein in der Base. Ich brauche Gunpowder. Ich möchte mir eine zweite Base auf Aberration bauen. Dafür brauche ich natürlich Turrets und für Turrets brauche ich natürlich Gunpowder. Das bedeutet, Holz, Stein, Flint ist das, was ich auf jeden Fall brauche. Wann mal sind die neu? Waren die eben schon hier? Da bin ich mir mal gar nicht so sicher, ne? Jetzt sind sie auf jeden Fall mal weg. The Target has active ORP. Okay, die sind offline. Dann waren die, glaube ich, eben schon hier. Aber es ist ja gut zu wissen, dass die offline sind. Okay, und ich werde mich jetzt powerpunchen. Und zwar einmal durch alle Steine, durch die hier sind. Das ist so der erste Way, mit dem ich Stein farmen werde. Es gibt auch noch einige Spots, an denen das sehr gut funktioniert, in der Nähe
vom Terminal, wo auch Metal ist und so weiter, zeige ich euch auch noch. Da könnt ihr Metal Power fahren bis zum geht nicht mehr. Und dank Genesis 2 brauchen wir nicht mal mehr Tames. Natürlich ist der Server auch geboostet, ja, also auf Off hier geht das nicht ganz so krass. Man könnte sich jetzt auch einen Strider holen, aber das ist der Grund, warum ich mir keinen hole. Mit dem fährt man natürlich den heiligen Arsch weg und ich habe auch Mutagel, das heißt, ich könnte sogar einen holen. Aber den Strider, den kannst du nicht cryon und so. Das heißt, den musst du immer im Upload haben. Du kannst den nur alle 24 Stunden uploaden. Das heißt, der steht dann irgendwo rum, das ist übel unsafe. Und wenn er gekillt wird, ist er weg und du musst einen neuen holen und dafür lohnt sich das für mich einfach nicht. Was war das? Was hat mich da gerade gehittet? Ah, der Dödi da vorne, okay. Ich bin großer Fan davon. Ich meine, guckt euch an. Guckt euch einfach an. Ich habe gut Stein, ich habe gut Flint. Und ich bin großer Fan, das so zu machen. Gerade auf einem geboosteten Server wie hier. Bei Holz empfehle ich das allerdings nicht mit dem Power Punch zu machen. Da bekommt ihr wesentlich mehr mit alleine schon am Metal Pick. Plus, ihr könnt euch mit dem Tech-Suit, auch wenn ihr überladen seid, immer bewegen. Und das ist für mich der große Vorteil, Genesis 2 Farming zu betreiben und sogar ohne Dino. Wenn man Solo ist, ne? Wenn man Solo ist, ist klar, ist das klassische Anki-Farming wahrscheinlich schon schneller und besser. Aber hierbei riskiert ihr eben überhaupt nichts außer euren nackigen Po und das ist manchmal buggt, weil ihr keine Werkzeuge braucht, keine Tames, kein gar nichts. Ihr könnt einfach spawnen und loslegen. Und das ist für mich der Riesenvorteil. Guckt euch an, was ich jetzt hier für eine Oschi schon habe. Für mich ist das ja auch sogar fast schon genug. Zumindest für die erste Fuhre. Ich nehme hier auf jeden Fall noch die Steine mit, bis ich überladen bin. Zumindest fast. Sehr gut. Dann schalte ich den Jürgen ein und lade das Flint und die Steine mal einzeln hoch. Dann muss ich nämlich nicht abtraveln, sondern kann gleich direkt weiter und Metal farmen. Beziehungsweise erstmal Holz. Bei Metal farmen bekomme ich dann auch gut nochmal Stein mit und so. Also das geht für mich sehr, sehr gut. Okay, den machen wir aus. Dann mache ich mir jetzt eine Spitzhacke, beziehungsweise eine Axt. Hier ist mein Quetzpotul Minecus. Es fehlt Leder. Wie viele Hexagons habe ich? 110. Reicht für Leder. Und zack, da haben wir nämlich die Axt. Und damit gehe ich jetzt an derselben Stelle Holz farmen. Also auch da als kleinen professionellen Tipp. Farmt die kleinen Bäume. Die großen seht ihr über die komplette Map. Beziehungsweise die Gegner umfallen. Das ist nicht immer so geil. Und hier, ihr seht, ich kriege 10k Holz. Das ist einfach viel zu viel des Guten. Und der Oberburner kommt jetzt. Ihr seid nämlich überladen. Könnt euch nicht mehr bewegen. Ihr steckt die Axt weg und drückt V. Und wenn es nicht leckt, könnt ihr euch trotzdem noch bewegen. Dank Tech-Suit. Einfach zum nächsten Baum gehen, Axt auspacken, hacken and repeat. Das ist soweit düt. So solltet ihr eigentlich an alle Ressourcen solo relativ easy rankommen. Ich lade das jetzt auch hoch, einfach um Gewicht abzubauen. Sehr, sehr gut. Und mach noch mal mich einmal voll. Sehr gut. Und damit sollte ich auch genug Holz zumindest für die nächste Stunde 2-3 haben. Also würde mich wundern, wenn ich jetzt noch dick Holzprobleme habe nachher. Das geht nämlich so eigentlich ganz gut rein. Sehr gut. Dann gehe ich mir jetzt noch kurz, einfach weil die noch keiner geholt hat und die immer noch da sind, die Drops da hinten snacken. 3 Stück und niemand holt die. Das heißt, hier ist auch keiner in der Ecke gerade. Unter mir war ja auch irgendwo noch Turret-Ding. Ich glaube, es war bei der R da hinten. Und ihr merkt auch, Genesis 2 hat so auf den Kopf gestellt, ich habe mir noch kein Tame geholt. Habt ihr es gemerkt eigentlich auch? Welche Folge sind wir? Folge 6 oder was? Noch keinen. Oh, ja, okay, doch. Ich habe mir einen Quetz geholt. Aber ich habe halt noch keinen, wie man es sonst gemacht hat, Luwivern geholt. Oder ein Volldödel oder sowas. Ich bin komplett on the foot, fly, down to earth. Ganz ohne Probleme hier am Hasseln. Und dann den zweiten Drop. Der erste war nur ein Compound-Board. Das ist relativer Schmutz. Ich hoffe immer noch auf Blueprints. Ja, immer noch relativer Schmutz. Nein, das Ding rotiert. Der Drop verschwindet. Ja, jetzt ist er weg, ne? Ja, ist weg. Scheiße! Wäre ich eine Sekunde früher hingezimmert. Boah, und die Lags sind wirklich immer noch schlimm. So, und ich muss jetzt noch einmal eine Biberroute machen. Das sind, wenn ihr guckt, wo mein Pfeil hin zeigt, von dem See aus die beiden Flüsse, die nördlich links abgehen. Da werde ich mich jetzt hin verdöbeln. Ich sprinte einfach auch durch, weil Fliegen ist gerade echt zu buggy mit den Lags. Da laufe ich einfach durch und scheiße quasi drauf. Oh, warte mal. Hier haben wir Metal und da hinten war gerade ein Transmitter. Ja, da hinten. Ey, wisst ihr was? Ich mache mich einmal kurz, das fahre mich ab. Das ist ja eine Sache von 10 kleinen Fluppies, hier einmal drauf zu halten und dann habe ich auch erstmal Metal wieder. Also ich habe 20k ungebrannt, das hat halt immer noch in der Base, aber mehr ist halt immer besser, ne? Ganz, ganz logisch. Und hier 5 bis 10k Metal pro Hit ist auch einfach geil, ne? Nimmst du mit. Und vor allem die kompletten Rich Notes, die geben so fucking viel. 3k, 30, also über 30k pro einen so einen Stein, das ist einfach abnormal. Klar, geboostete Raids, aber trotzdem, das lässt man sich halt nicht entgehen, ne? Klein geben dagegen wirklich wesentlich weniger, aber lohnt auch immer noch. Da ist ein Kado, okay. Okay, dann ziehe ich ab, bevor der mich aggrot, weil ich halt eben zu schwer bin und es auch laggt. Ich könnte mich jetzt auch natürlich powerpunchen, aber es laggt, ja.
Das ist halt mit den Legs schwierig, ne? Aber es geht und mit Doppelsprung könnt ihr euch dann auch sofort bewegen. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Tribe der AfD, Junge, löscht euch. Das waren die, die neulich im Chat auch so Spasten waren. Löscht euch wirklich. Sag ich auch nicht anders, ne? Ihr habt den Schuss einfach nicht gehört, Jungs. Einfach mal nicht gehört. Hammerhart. Sau asozial seid ihr. So, damit haben wir nämlich schon mal eine Fuhre Metal. Guckt euch an. Und das habe ich jetzt mal ebenso zusammengekratzt. Und bin free, um weiter zu farmen. Und mir jetzt noch die Biber damit zu holen. Oberaffen-Tittenmäßig geil. Ja, und ansonsten schreibt mal rein, wie es euch so geht. Mir geht es eigentlich ganz gut. Parallel arbeite ich an noch einem Kurzfilm. Der wird sehr, sehr geil. Also da lasse ich mir auch wieder Zeit. Jetzt dadurch, dass ihr auch einen Cutter habt, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie ihr die Videos bis jetzt findet. Die hat nämlich eher alle geschnitten. Dadurch habe ich auch wieder mehr Zeit und kann auch wieder so ein Megaprojekt angehen. Und ich versuche nochmal, mich nochmal richtig reinzuhängen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an das Video mit dem Trader oder Vergleichbare. Auf dem Level nur noch ein bisschen geiler möchte ich es gerne haben. Und ich habe auch schon eine Idee, die ich einigen Leuten vorgestellt habe, wo sie auch gesagt haben, Alter, das ist ja Netflix-Niveau. Zumindest die Idee. Das freue ich mich natürlich dann zu hören, aber gibt mir natürlich auch dann das Zeichen, dass das eine gute Sache ist. Und her. Boosten. Nicht traurig sein, Simi. Er will nur deinen Zeh mümmeln. Warum rede ich mit mir selber wie so ein Gestörter? Warum leckt es so gestört? Okay, ich klappe aber hier die Flüsse noch ab. Weil da gerade ein Biberdamm war, stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, dass es mal nicht so leckt vielleicht. Alter, meine Güte, ne? Wie kann das sein? Wie kann ein Server schlechter laufen als Offi? Das ist wirklich schon eine Challenge. Nee. Okay, der Fluss ist empty. Dann wechseln wir die Seiten. Beim Biberfarm, wie gesagt, das sind hier diese beiden Flüsse. Und die gehen eben beide. Beide haben Biber-Spawns enabled. Hier zum Beispiel haben wir noch einen. Sehr, sehr gut. Das haben die meisten Server natürlich nicht. Polymer und Electronics da drin, also in Biber Dam. Meistens müsst ihr die halt separat farmen, aber das ist eigentlich auch kein Problem. Hier haben wir noch einen. Na gut, ich glaube, das war's mit den Biber Dämmen hier. Hier vorne ist auch ein Mission Terminal. Hier könnt ihr dann auch direkt nach eurer Biber Route, wo ihr eigentlich nur Zement bekommt, aber je nach Server halt auch mal mehr, mal weniger, könnt ihr euren Reudenpeter hier uploaden. Sehr gutes Polymer, sehr gute Electronics, sauberes Zement. Gute Arbeit, Simi. Gut gehasselt. Und in dem Sinne hoffe ich, dass euch die Folge gemundet hat. Wir sehen uns morgen wieder und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Kickt gut in die Schule rein. Ich hoffe, ihr kriegt alle eine 1 in Mathe und ciao.